Wie ihr schon mitbekommen habt, konnten wir in letzter Zeit zwei neue VR-Headsets für Smartphones aller Art bei uns begrüßen. Zum einen haben wir ein leicht modifiziertes Google Cardboard aus China und zum anderen haben wir Stuxi aus Paderborn. Diese beiden Geräte sollen in den wichtigsten Disziplinen in einem kurzen Battle gegeneinander antreten. Das Google Cardboard trägt sich aufgrund der harten Pappe eigentlich sehr schlecht. Durch unsere Modifizierung mit Schaumstoff sitzt das Gerät wesentlich besser. Das Smartphone wird einfach eingelegt und ist zu den Seiten hin nicht geschützt. Die Gefahr besteht, dass das Smartphone herausfällt. Durch die Öffnung auf der Vorderseite kann die Kamera auch im VR-Betrieb stets verwendet werden. Allgemein gibt uns die Pappe aber kein sicheres Gefühl. Bei Stuxi sieht das anders aus. Das Smartphone wird oben eingeschoben und sitzt bombenfest. Wir hatten nie das Gefühl, dass unserem Smartphone etwas zustoßen könnte. Der weiche Kunststoff drückt kaum und das Headset lässt sich angenehm tragen. Man merkt dem Gerät an, dass es deutlich hochwertiger als das Cardboard von Google ist. Die Version unseres Cardboards kommt mit einem dünnen Band, welches das Headset am Kopf festhalten soll. Leider gibt es aufgrund seiner geringen Breite jedoch kein sicheres Gefühl und keinen guten Tragekomfort. Bei Stuxi sind die Bänder deutlich breiter. Hierdurch ist der Tragekomfort wesentlich höher. Am Hinterkopf befindet sich eine Vorrichtung, um das Headset zu verstellen. Diese Vorrichtung hält das Band auch dort, wo es hingehört, und wir haben immer ein sicheres Gefühl, wenn wir Stuxi auf der Nase haben. Das Cardboard von Google kommt mit einer cleveren Technik daher. Dank eines Magneten an der Seite kann man in der Cardboard-App von Google die Menüpunkte auswählen. Leider gelingt uns dies im Test nicht mit allen Smartphones gleich gut. Stuxi lässt sich dafür ganz nach Vorlieben und äußerlichen Merkmalen des Benutzers einstellen. So ist es möglich, ähnlich wie bei der Oculus Rift, den Abstand zwischen den Augen und dem Display zu verändern. Dies geht manchmal etwas schwer, stellt aber in der Praxis kein Problem dar. Zudem lässt sich der Abstand der Linsen verändern und somit auf den eigenen Pupillenabstand anpassen. Beim Preis muss sich Stuxi geschlagen geben. In der großen Version für Smartphones bis 5,5 Zoll kostet die Halterung im Moment 50 Euro. Das Cardboard von Google gibt es bei diversen Händlern schon für um die 10 Euro. Das ist ein guter Preis, leider sind die Lieferzeiten jedoch häufig sehr hoch. Unser Gewinner ist Stuxi. Teuer, aber clever. Wer jedoch nur ein- bis zweimal die virtuelle Realität mit dem Smartphone erleben will, der greift zum Cardboard. Im Moment gibt es auch ehrlich gesagt nur sehr wenige gute Apps für die Smartphones.